Salü, ich bin Lisa und heute zeige ich euch mein Bücherregal. Es ist schon wieder etwas länger her. Es ist ein deswegen sehr krasses Update, denn es hat sich super viel verändert. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Ich habe ein großes, vernünftiges Bücherregal. Das war ja schon immer so ein bisschen mein Traum. Und ich habe eine Kamera und ein funktionierendes Stativ. Das ist der Wahnsinn. All diese Dinge führen dazu, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache mich da dran und zeige euch mal so ein bisschen, wie es bei mir buchtechnisch aussieht. Ich finde das auch immer mega spannend tatsächlich. Also wenn ich irgendwo neu bin, neu reinkomme, dann gucke ich erstmal, wie sieht das Bücherregal aus, weil das ja dann doch relativ viel über den Menschen aussagt. Ich sortiere mich vorrangig nach Genre und dann nach Autor. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Das könnt ihr euch gleich selbst anschauen, wie gut mir das gelingt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und heute im Fokus Fantasy und vor allem Dystopie. Dann viel Spaß, legen wir los! Wir beginnen mit Harry Potter. Das ist ganz oben rechts. Oben sind tatsächlich so die Werke, die ich auch exponieren möchte. Und ich kann da wirklich nur sagen, ich bin so ein typisches 90er-Jahre-Kind und bin auch mit Harry Potter aufgewachsen. Einerseits habe ich hier meine wunderbaren Schmuckausgaben. Ich habe hier die erste auf Deutsch, die zweite auf Französisch. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich als der draußen war, ich in Frankreich war. Und ich hätte aber trotzdem gerne noch die anderen und auch den zweiten nochmal in Deutsch. Jim Kay hat hier einfach einen wunderbaren Job gemacht und macht ihn immer noch. Und ich bin einfach so verliebt in diese Ausgaben. Also es sind wirklich Schmuckausgaben. Ganz oben auf liegt Harry Potter, der erste Teil. Das war der erste Harry Potter Band, den ich damals hatte. Und da ist auch noch diese Widmung drin, die ich damals von meinem Onkel bekommen habe. Und ja, deswegen habe ich den auch aufgehoben. Und ich habe Harry Potter in sehr vielen Ausgaben, wie man ja nicht wirklich sieht, weil viele Ausgaben habe ich auch versteckt. Aber hier ist das eigentliche Highlight. Das hebe ich jetzt nicht komplett raus, weil das relativ schwer ist. Aber um einen Einblick zu geben, so sehen diese Ausgaben aus meinem Schuber aus. Die haben ein einheitliches Design am Buchrücken, haben dann hier so ein kleines Figürchen drauf. Ja, hier ist es, glaube ich, Dobby. Und dann eben das ursprüngliche Cover. Ich bin auch ein Riesenfan von den alten Ausgaben. Ich denke, einerseits, weil ich damit aufgewachsen bin und andererseits, weil mir die neuen, die neuen Harry Potter Bände viel zu wuselig sind, viel zu übertrieben, zu bunt, zu kitschig. Und da mag ich dann doch dieses schlichte Design wesentlich lieber. Dieser Schuber ist tatsächlich auch mein ganzer Stolz. Ich habe den in meinem ersten Semester ersteigert auf eBay. Die einzige Auktion, an der ich je teilgenommen habe. Und ich bin nach wie vor glücklich, weil ja, der ist natürlich inzwischen vergriffen. Einfach unten drunter geht es dann los mit meinen Dystopien. Ich habe ja sehr, sehr gern Dystopien gelesen. Aktuell habe ich, glaube ich, nicht so Lust drauf. Aber tatsächlich ist das nach wie vor ein Genre, was ich ziemlich spannend finde. Da haben wir einerseits eben die Tribute von Panem, alle drei Bände. Und ich hätte hier eigentlich gerne noch eine Gesamtausgabe, die ein bisschen schöner aussieht als, ja, diese hier. Dann haben wir hier noch Divergent von Veronica Roth. Fand ich auch richtig, richtig großartig. Ich muss auch sagen, ich mag die Verfilmung. Die von Panem finde ich auf jeden Fall stärker und besser getroffen. Und letztlich, es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, vielleicht mag ich die Bestimmung lieber, aber nee. Ich bin ein richtiges Panem-Fangirl und dann haben wir hier noch diese kleine Funko-Katniss. Und dann noch Der Rat der Neuen von Veronica Roth. Habe ich leider bis jetzt noch nicht gelesen, steht aber nach wie vor auf der Leseliste. Und ja, finde ich auch nicht so schlimm, dass ich so viele Bücher habe, die ich nicht gelesen habe. Also es sind wirklich viele auf meinem Sub. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, weil es ist wie eine Bibliothek. Ich kann reingehen und gucken, worauf habe ich jetzt Lust. Hinten dran verbergen sich tatsächlich noch mehr Geschichten. Illuminae von Amy Kaufman oder Kaufman und Jay Kristoff ist eine sehr besondere Ausgabe, weil hier das Ganze erzählt wird anhand von Dokumenten quasi, von Tagebucheinträgen. Ja, schlag mich tot. Es ist auf jeden Fall keine Geschichte ganz normal erzählt, sondern eben anhand von Zeitungsartikeln und so weiter und so fort, von Fragmenten. Und diese Idee fand ich eigentlich ganz interessant. Ich weiß aber nicht, ob sie ganz meins ist. Ich habe auch noch nicht damit angefangen, aber ja, wie gesagt, steht hier und mal gucken, vielleicht habe ich irgendwann Lust. Dann von Annie Weir, der Marsianer. Hier geht es um Mark Watney, einen Wissenschaftler, der auf dem Mars strandet und dort um sein Überleben kämpfen muss. Ist auch verfilmt worden mit Matt Damon. Buch nicht gelesen, Film habe ich aber inzwischen gesehen. Dann von Michael Grant, Gone. Hier geht es um Jugendliche, die von heute auf morgen sich alleine zurechtfinden müssen, weil ihre Eltern verschwinden. Und ja, dann entsteht eben diese neue Gesellschaft aus Jugendlichen, es bilden sich Clans, es gibt Leute, die dominieren.
andere, die versuchen, dass alle irgendwie gerecht behandelt werden. Also so eine kleine Mini-Gesellschaft aus Jugendlichen, die haben zudem noch magische Fähigkeiten. Zum Beispiel der eine hat plötzlich so eine Mutation am Arm. Ich meine, das war sowas wie ein Tentakel. Ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Das ist schon super lang her. Ich weiß nur, ich fand die Reihe sehr cool und habe mir die mal auf Minimops dann zusammenklamüsert. Aber ich habe sie nicht mehr gelesen. Trotzdem steht die hier, weil wer weiß, was noch kommt. Dann von Hugh Howey Zilo. Hier geht es um eine Enklave oder um Menschen, die unter der Erde leben, weil sie denken, dass das Obere nicht bewohnbar ist und das Ganze entpuppt sich wohl als Lüge. Ich habe das Ganze leider nicht gelesen. Ich kann euch deswegen nicht verraten, ob das jetzt hier wirklich so stimmt, beziehungsweise was hier alles genau passiert. Ist eine klassische Dystopie, würde ich mal behaupten, die sich an ein erwachsenes Publikum richtet. Dann Die Rote Königin von Victoria Elfyard, eine Tetralogie, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls geht es hier auch wieder um eine dystopische Welt mit fantastischen Elementen. Unsere Protagonistin Mare ist eine von den Roten. Also man merkt schon, die Welt ist in Kasten aufgeteilt. Wir haben die mit dem roten Blut und die mit dem silbernen Blut. Und die mit dem roten Blut, so wie Mare, müssen den Silbernen eben dienen. Und das Ganze wird auf den Kopf gestellt, als Mare dann herausfindet, dass sie auch Fähigkeiten hat, was eigentlich ja nur den Silbernen zugeschrieben wird. Irgendwie so. Und dann rutscht sie in eine ganz andere neue Welt. Sie kommt, also es ist auch natürlich nicht nur nach Kasten eingeteilt, sondern die Silbernen, das sind auch so ein bisschen die aristokratische Schicht. Und sie lernt die dann kennen, rutscht da rein und bemerkt aber auch recht schnell, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Also auch wieder hier eine klassische Jugendbuchreihe. Falls euch das näher interessiert, einfach mal auf YouTube eingeben, da gibt's Rezensionen en masse. Und das war dieses Fach, das ich gerade komplett falsch eingeräumt habe. Aber gut, das räume ich nachher auf. Hier sind jetzt vor allem die mit Science-Fiction-Elementen mit drin. Also hier haben wir Geschichten, die im Weltraum spielen. Oben, also wo wir gerade die Bestimmung und Co. hatten, Panem, da ging es eher um Gesellschaftssysteme, die von den Protagonisten kritisch hinterfragt werden. Ich meine, hier gibt es auch Systeme, die hinterfragt werden, aber das Setting ist halt einfach nochmal ein bisschen Science-Fiction-lastiger. Dann These Broken Stars von Megan Spooner und Amy Kaufman. Eine Dystopie, die ich geliebt habe. Ganz, ganz großes Kino war das für mich. Es geht hier um Lilac und Tava, die auf dem Passagierschiff der Icarus sind. Icarus ist schon ein telling name, verrät uns direkt, was passieren wird. Icarus, ein junger Mann, der zu hoch hinaus wollte und abgestürzt ist. Und das passiert auch der Icarus. Die beiden erleiden Schiffbruch, also Lilac und Tava, unsere Protagonisten, erleiden Schiffbruch und müssen dann versuchen, in einer fremden Welt zu überleben. Und das ist unglaublich cool gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Und ja, es gibt eine sehr, sehr raumeinnehmende Liebesgeschichte. Das haben alle Romane, würde ich mal behaupten, von dieser Reihe in sich. Und war genau meins. Kann ich nur empfehlen. Wer Lust hat auf sowas richtig Kinomäßiges, schaut euch das mal an. Das hat mir sehr gut gefallen. Klasse Unterhaltungsliteratur aus dem Jugendbuchbereich. Dann Godspeed von Beth Revis. Das ist der erste Teil, also damit auch der Auftakt einer Trilogie, die ich auch uneingeschränkt empfehlen kann. So eine coole Geschichte. Es geht hier um Amy und um Junior. Die beiden sind Passagiere der Godspeed. Das ganze Szenario ist relativ bekannt, ist Stoff, der immer und immer wieder benutzt wird für Sci-Fi-Geschichten, auch bei Passengers. Wir haben eine Crew, die auf dem Weg ist zu einem neuen Planeten und soll den besiedeln. Und unsere Protagonistin Amy ist Teil von dieser Koloniegruppe. Sie ist in einem Hyperschlaf und sie wacht leider zu früh auf. Und dann geht es eben darum, wie sie sich auf diesem Raumschiff zurechtfindet. Es wird beschrieben, wie dieses Raumschiff, wie die Crew aussieht und schnell stellt sich heraus, dass irgendwas mit der Godspeed nicht stimmt. Also es ist eine richtig coole Reihe, die auch Krimi-Elemente vereint. Und deswegen eine riesengroße Empfehlung, weil das unglaublich spannend ist und mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und der zweite Teil war dann, glaube ich, noch cooler, weil da wirklich das dann immer spannender wurde, weil die Krimi-Elemente zugenommen haben. Und der dritte war dann, ich kann nicht sagen, worum es geht, weil dann würde ich hart spoilern, aber es ist schon ziemlich cool. Es ist eine richtig tolle Reihe, die auch wirklich viel an Abenteuergeschichte erzählt. Deswegen schaut euch das unbedingt mal an. Kann ich wirklich empfehlen, wer Lust hat, mal wieder Jugendbuch, Dystopie zu lesen, Sci-Fi.
Schaut euch das mal an. Es ist eher Sci-Fi als Dystopie, tatsächlich. Als nächstes von Christopher Paolini, Infinitum, Die Ewigkeit der Sterne, also ein relativ neuer Roman. Habe ich auch noch nicht gelesen, einfach weil es ein kleiner Oschi ist und weil ich momentan leider keine Zeit dafür habe und ich mir Zeit nehmen möchte. Es geht hier um eine junge Forscherin, die etwas entdeckt und damit auch feststellt, dass die Menschheit bedroht ist. Zumindest habe ich so verstanden. Ich weiß es nicht genau. Tatsächlich will ich es auch nicht wissen, weil ich mich da komplett überraschen lassen möchte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Von Christopher Paolini habe ich Eragon tatsächlich Teil 1 und Teil 2 halb gelesen und ich bin halt nicht so der Fantasy-Mensch, muss man dann doch zugeben. Und ja, ich habe deswegen große Hoffnung, dass mir diese Geschichte sehr gefallen wird. Also ich freue mich auf jeden Fall extrem. Hoffentlich kommt es dann bald mal dazu, dass ich diesen Roman lesen werde. Dann hat sich hier noch reingequetscht von Terry gelöscht. Es geht um eine junge Frau, die sich nicht mehr erinnern kann und demnach auch nicht erkennen kann, wer ist Freund und wer ist Feind. Das Ganze spielt auch wieder in einer dystopischen Welt. Mehr weiß ich tatsächlich nicht. Klingt aber auch wieder sehr typisch, würde ich mal behaupten. Hintendran haben sich noch weitere Geschichten verborgen. Und so auch Sternenfeuer von Amy Kathleen Ryan, der Auftakt zu einer Trilogie, zu einer Science-Fiction-Reihe, die unglaublich cool ist, die ich einfach nur immer wieder empfehlen kann und irgendwo auch nicht mehr kann, weil diese Reihe nicht mehr erhältlich ist, A, und B, auch nicht mehr weiter übersetzt wurde. Also nach Band 2 war Schluss. Da haben die Deutschen einfach mal keinen Geschmack bewiesen. Und ja, das hat mich dann zu sehr traurigen Maßnahmen geführt. Naja, jedenfalls, es geht hier um zwei Schiffe. Ein Schiff heißt Empyrene und unsere Protagonisten sind auf diesem Schiff. Und dieses Schiff wird plötzlich angegriffen. Und die Erwachsenen werden verletzt und die Jugendlichen bleiben zurück und müssen die Kontrolle, die Verantwortung übernehmen. Und im Grunde geht es hier auch wieder um das Bilden einer kleinen Gesellschaft auf dem Raumschiff. Es geht um Machtkämpfe interne, um das Herausfinden der Wahrheit. Es ist eine riesige Verschwörungstheorie und es ist einfach mega cool, spannend, actionreich. Und was ich am meisten gefeiert habe, war, bei Band 2 hat man richtig gemerkt, dass all die Leute, die man hier kennengelernt und lieben gelernt hat, einfach switchen können. Dass es so einfach ist, dass die Ereignisse einen innerlich verändern. Und das habe ich richtig, richtig mitgenommen. Und immer wenn ich an diese Geschichte denke, dann denke ich vor allem daran, dass ich nicht glauben konnte, was oder wohin sich manche Charaktere entwickelt haben. Und das ist einfach so cool gemacht. Und ja, was macht man also, wenn man immer noch nach, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahren rausfinden will, wie eine Geschichte endet? Man besorgt sie sich in einer anderen Sprache. Ich habe mir die Reihe dann auf Französisch besorgt. Ist ja logisch, wenn man eine englischsprachige Autorin hat, dass man das dann auf Französisch liest. Und ich muss auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen, weil ich nicht mehr in Gänze weiß, was passiert, was natürlich wichtig ist, um alle Plot-Twists zu verstehen. Und ich kann das Vokabular nicht. Es spielt ja hier, wie gesagt, auf einem Raumschiff. Gott, keine Ahnung, da habe ich gar kein Vokabular im Französischen. Ich freue mich aber schon total auf den dritten Teil. Ich bin richtig, richtig happy. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja sogar dieses Jahr endlich herauszufinden, was dann mit den Protagonisten passiert. Auf jeden Fall eine richtige Empfehlung. Wer gerne auf Englisch liest, ich glaube, auf Englisch sind die Bücher noch zu erwerben. Aber nicht so einfach. Also ja, ist glaube ich doch nicht so die bekannteste Reihe. Und demnach, also ich habe die auch gebraucht besorgt. So, ich gebe es auf. Anscheinend schafft es das einfach nicht, dieses Cover hier zu fokussieren. Müsst ihr jetzt kurz durch. Es geht im Grunde um, ich glaube, 5, 6 Jugendliche, die versuchen, das restliche Fitzelchen Zeit, was ihnen noch bleibt, auszukosten, denn ein Meteorit rast auf die Erde zu. Und es geht eben um basale Sachen wie, was macht man, wenn man noch 5 Wochen oder wie viele Wochen auch immer zu leben hat. Genau. War eigentlich eine ganz coole Geschichte, habe ich hier auf YouTube rezensiert. Aber ich erinnere mich so verschwommen, wie dieses Bild gerade ist. Dann die 100 von Cass Morgan, das ist aber der dritte Teil, habe ich also demnach nicht gelesen. Warm Bodies von Isaac Marion steht da auch noch. Ich kann vor allem den Film empfehlen, mit Nicholas Holt verfilmt. Unglaublich tolle Geschichte, auch sehr romantisch. Es geht um R ist ein Zombie, der sich nicht mehr so ganz an seine Geschichte erinnern kann, der so ein bisschen vor sich hin vegetiert am Flughafen, bis er eines Tages ein junges Mädchen trifft und erkennt, dass er sich in dieses Mädchen verliebt. Und dass dieses Verliebtsein etwas mit ihm anstellt, seinen Körper wieder zum Leben erweckt. Eine sehr, sehr coole Geschichte, aber ich glaube, der Film ist cooler. Also deswegen schaut vielleicht eher den Film. Ich glaube, es gibt auch inzwischen Teil 2, aber den werde ich erstmal nicht lesen. So viel zu dieser Reihe. Gucken wir mal, was unten drunter wartet. Weiter geht's mit noch mehr Dystopien. Ja. Dann eine meiner absoluten Lieblingsdystopien, und zwar Delirium, Amor Deliria Nervosa von Lauren Oliver. Gott, diese Geschichte. Ne? Ich habe die schon oft gelesen. Ich werde sie wahrscheinlich auch irgendwann wieder lesen, weil sie
mich total erfreut und es ist eine sehr romantische Dystopie. Es geht hier um Lena, die in Amerika lebt, in einem zukünftigen Amerika, und hier ist die Liebe als Krankheit deklariert. Man wird ab einem gewissen Alter dagegen immun gemacht und ihr steht auch dieser Eingriff bevor. Und sie glaubt an das System, sie ist auch eher ein vorsichtigerer Mensch, hat Angst, die Kontrolle zu verlieren, ganz im Gegenteil zu ihrer Freundin. Und dann plötzlich infiziert sie sich auch mit dieser ansteckenden Krankheit. Sie verliebt sich, und zwar in Alex. Und es ist einfach so eine tolle Liebesgeschichte. Sie ist so romantisch. Die Szenen sind großartig. Es ist toll, wie wir mit Lena gemeinsam das System hinterfragen und ja, diese anfängliche Liebe spüren, dieses Verliebtsein. Es ist so schön. Ich kann diese Dystopie, also den ersten Teil dieser Dystopie, nur empfehlen. Wer Lust hat auf was Romantisches in einer dystopischen Welt, schaut euch das mal an. Ist auf jeden Fall... Nee. Hey! Es ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz toller Schreibstil, den Lauren Oliver hier verwendet. Sehr metaphorisch, bildlastig. Ich glaube, da fing das an, dass ich mich da noch wohler gefühlt habe, wenn der Schreibstil so wunderschön ist. Das Ganze ist der erste Teil einer Trilogie. Wir haben hier noch zwei weitere, und zwar Pandemonium und Requiem. Und ich muss leider sagen, so toll der erste Teil ist, so schlecht oder so enttäuschend waren dann die anderen beiden. Die haben auch zwar Spaß gemacht beim Lesen, aber gerade der Liebesfokus wird verhunzt. Und wieso? Wieso, Lauren Oliver? Hast du diese Dreiecksgeschichte da eingebaut? Kacke! Wirklich kacke! Deswegen, ich lese, wenn, immer nur noch den ersten. Hab die anderen aber auch hier, weil das sind einfach ausnahmslos schöne Cover. Wunderbar. Ashes von Ilsa J. Big hat mich damals auch extrem begeistert. Alle Bände sehen gleich aus. Das Ganze ist ursprünglich eine Trilogie, weil es aber so viele Seiten hat, hat man den letzten Teil aufgesplittet im Deutschen. Deswegen haben wir hier 4 Bände. In Ashes geht es um Alex. Diesmal ist es eine Frau. Und sie ist krank. Sie geht ein letztes Mal in die Berge. Sie hat nämlich Krebs und sie weiß nicht, wie lange sie noch leben wird. Und als sie in den Bergen ist, passiert etwas sehr Merkwürdiges. Und von jetzt auf gleich verändern sich die Menschen, genauer gesagt die Jugendlichen. Und sie muss dann in dieser dystopischen Welt versuchen zu überleben. Und Leute, diese Geschichte ist einfach so gut erzählt. Es ist einfach ein einziger Actionfilm, der vor dem inneren Auge abläuft. Man merkt, dass die Autorin Militärerfahrung hat. Ich glaube, sie war auch beim Militär in Amerika. Denn die Kampfszenen sind großartig geschildert. Und trotzdem nicht irgendwie überladen bzw. anstrengend, weil zu detailreich. Ist es genau richtig? Und diese Geschichte, also wer Ashes liest, der braucht einen langen Atem, weil man gefühlt nie zur Ruhe kommt. Es geht immer weiter. Und ich habe diese Serie weggesuchtet, ich glaube innerhalb von einer Woche, 2 Wochen, und es waren 2000 Seiten. Also richtig, richtig krasse, gute Empfehlung. Es gibt natürlich auch ein bisschen Liebe und ich habe sogar am Ende geweint. Und es war einfach ein richtiges Abenteuer. Also sehr, sehr, sehr gute Unterhaltungsliteratur. Schaut euch das mal an. Ashes muss ich auch unbedingt mal wieder lesen. Also habe ich sogar noch die Rezension online. Vielleicht könnt ihr euch die mal angucken. Ich glaube, da war ich sogar relativ zufrieden mit. Dann hat sich noch von Dave Eggers der Circle da irgendwie reingequetscht. Passt jetzt thematisch gar nicht. Obwohl hier eh schon so langsam der Faden verloren wird, weil bei Ashes haben wir so eine Art Zombie-Apokalypse. Und naja, hier geht es um ein soziales Netzwerk, das immer mehr den Alltag bestimmt, und das ist natürlich dann auch hier diese Fragestellung, inwieweit ist das gut, wenn so viel bekannt ist über einen, also inwiefern ist diese komplette Connection, dieses komplette Vernetztsein gut oder dann doch schädlich? Fand ich sehr interessant, ist auf jeden Fall eine Dystopie, die sich auch sehr stark an Erwachsene richtet, beziehungsweise an ein etwas älteres Publikum, weil es hier sehr viel zum Nachdenken gibt. Ist auch verfilmt worden mit Emma Watson. Habe ich bis heute nicht geguckt, was ich sehr schade finde. Habe zwar nicht so viel Gutes gehört, aber ich bin nach wie vor interessiert, mal die Verfilmung zu gucken. Das Buch hat mir gut gefallen, aber ich muss sagen, diese Lese-Euphorie blieb da ein bisschen aus. Aber das liegt auch daran, dass das Ganze auch nicht als Abenteuergeschichte oder sonst was erzählt ist, sondern wirklich eine Gesellschaftskritik ist. Und hinten drin verbirgt sich dann auch noch Das verbotene Eden von Thomas Thiemeyer. Muss ich an dieser Stelle auch erwähnen, diesen Autor, also ein deutschsprachiger Autor diesmal, den habe ich auch extrem gefeiert. Und das ist natürlich eine besondere Ausgabe. Ach Quatsch, was erzähle ich denn? Das ist gar nicht die besondere Ausgabe. Die besondere Ausgabe ist die hinter mir. Ich habe damals nämlich eine Widmung in mein Buch bekommen. Das war natürlich ein Highlight für mich schlechthin. Ich halte jetzt aber trotzdem den zweiten Teil in die Kamera, und so Das verbotene Eden, Logan und Gwen,
weil das mein Favorit in dieser Reihe war. Ich hatte da wirklich amoröse Gefühle für diesen Kerl hier. Es geht im Verbotenen Eden um Deutschland und die Gesellschaft hat sich gesplittet, und zwar in Männer und Frauen. Die können sich im wahrsten Sinne nämlich nicht mehr riechen. Das heißt, die Männer leben zusammen und die Frauen leben zusammen. Es gibt natürlich noch so die Rituale, um das Fortbestehen der Menschheit zu sichern. Aber im Grunde haben die nichts mehr miteinander zu tun. Also Partnerschaften ausschließlich im gleichen Geschlecht oder unter Frauen und unter Männern. Und unsere Protagonisten erleben aber langsam, dass dieser Ekel, dieser Abscheu vor anderen Geschlecht wieder verschwindet. Und ja, das ist eine sehr spannende Geschichte gewesen, auch wieder mit viel Action und Abenteuer und jungen Erwachsenen, die versuchen, das System zu verändern. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß damals gemacht. Und leider sprechen mich aktuell die Romane von Thomas Thiemer ja nicht mehr so an. Zumindest die Jugendbücher. Ich glaube, da bin ich einfach raus. Aber diese Geschichte, die werde ich nie vergessen. Und ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass ich die auch irgendwann nochmal lese. Was sehr cool war, war, dass der dritte Teil dann auch thematisiert, wie das Ganze begonnen hat. Das fand ich ziemlich cool, weil so Entstehungsgeschichten, das ist dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Besonders, wenn man mitbekommt, okay, hier, wie ist denn das passiert, dass die Leute sich gesplittet haben, dass die Gesellschaft sich entzweit hat. Und dann haben wir schon das letzte Regalbrett, was sich mit Dystopie und jetzt auch wieder Fantasy beschäftigt, im ersten Bücherregal. Wir haben hier Legend von Mary Lou. Fallender Himmel ist der erste Teil einer Trilogie. Und die hat mir damals auch sehr gut gefallen. Es geht um ein zukünftiges Amerika, das seine Gesellschaft in Klassen einteilt. Und zwar dieses Mal aufgrund eines Tests, der absolviert werden muss. Hat mich ein bisschen an so eine Art IQ-Test erinnert. Und wir haben zwei Protagonisten, die abwechselnd erzählen. Wir haben June. Sie ist so ziemlich das Wunderkind der Nation. Und ihr blüht eine wahrlich tolle Karriere beim Militär, bei der Polizei. Und wir haben Day. Und Day ist der, man könnte sagen, Staatsfeind Nummer 1. Er ist gesucht. Und die beiden Wege kreuzen sich, beziehungsweise ihre Wege kreuzen sich, weil jemand umgebracht wird. Und June es sich zur Aufgabe macht, zu ermitteln. Und ihre Wege führen sie zu Day. Hat einen sehr coolen Flair. Es geht auch sehr viel um Medienpräsenz. Zumindest habe ich das jetzt noch so im Kopf. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Humbug, ne? Ist schon länger her. Ich habe diesen Roman mehrmals gelesen, weil ich jedes Mal wieder dachte, und jetzt lese ich Teil 2. Und das habe ich nie geschafft. Aber nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor der Ansicht, dass das irgendwann passieren wird. Und jetzt sind wir im Fantasy-Genre. Übrigens eine wunderschöne Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob sie wiederhergestellt wurde. Es gab ja ein großes Drama, dass sie diese Auflagen nicht mehr hergestellt haben. Und ich hatte echt oft Anfragen in der Mail, ob ich sie verkaufe. Also falls jetzt wieder irgendwer fragt, tut mir leid, nein. Tatsächlich habe ich sogar ein signiertes Exemplar, habe ich mal gewonnen beim Carlsen Verlag. Diese Geschichte ist russisch angehaucht. Es geht um Alina, die eine Kartografin ist, also Karten zeichnet. Und eines Tages stellt sich heraus, dass sie besondere Fähigkeiten hat. Und daraufhin wird sie eingeladen zum Dunklen. Das ist der quasi alles navigiert, dirigiert. Und sie lernt eine völlig andere Welt kennen, also die Welt der Besonderen, der Menschen mit besonderen Fähigkeiten eben. Und dafür muss sie alles zurücklassen, auch ihren besten Freund Malien. Und dann merkt sie allerdings ganz schnell, dass es auch hier wieder nicht mit rechten Dingen zugeht und das Ganze ist ganz, ganz toll gemacht. Also sehr atmosphärisch und ich will unbedingt nochmal diese Geschichte lesen. Den ersten Teil habe ich auch hier wieder mehrmals gelesen, immer wieder mit dem Versuch dann an den zweiten anzuknüpfen. Habe ich aber irgendwie nie durchgezogen. Da ist auch eine Liebesgeschichte mit drin, denn ich lese ja nichts ohne Liebesgeschichte gefühlt. Kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen. Und ich habe jetzt auch inzwischen gehört, dass das Ganze verfilmt worden ist und ich bin sehr gespannt. Zu guter Letzt, Faunblut von Nina Blajon, so wird sie oft ausgesprochen, habe ich mir damals gekauft, weil das sehr durch YouTube ging, als ich da noch YouTube gemacht habe. Ich glaube, da war ich 14, 15 rum. Johanna, meine ich, von Recycle Our Books hat diese Geschichten empfohlen. Ich kann hier leider nicht sagen, worum es geht. Hinten drauf steht Jade und Faun, die Geschichte einer unmöglichen Liebe in einer Stadt am Rande der Zeit. Könnte aber auch Jade und Faun heißen, weil ich glaube, Nina ist deutsch. Ja. Ich weiß leider sonst nicht viel. Ich weiß nur Fantasy, Liebesgeschichte und ich war dabei. Und dann kommt nochmal eine Dystopie zum Vorschein, aber einfach eine andere sprachliche Version. Und zwar Godspeed Across the Universe ist Teil 1 und Teil 2 ist
A Million Suns. Leider spiegelt das gerade sehr, aber die Cover fand ich unglaublich schön. Ich mag diese Weltraummotive sehr gerne. Blau, lila, das ist genau meine Kombi tatsächlich. Also wenn ich so Bilder sehe, Filmplakate, Bücher, dann bin ich direkt am Start. Beim dritten hat man dann das Design geändert. Da habe ich ja dann wieder geheult und gekotzt und Shades of Earth. Und das war tatsächlich eine der ersten Reihen, die ich auf Englisch gelesen habe. Und ich meine sogar gesagt zu haben, Leute, lest das auf Englisch. Da ist nämlich irgendein Insiderwitz oder so. Und ich frage mich ja bis heute, ich habe das bei einem Video gesehen von mir, vor, keine Ahnung, einem Jahr, und habe gedacht, was war denn der Witz? Und jetzt bin ich ja, ich habe mich selbst neugierig gemacht, weil ich herausfinden will, was genau da im Englischsprachigen als Wortwitz funktioniert hat, was im Deutschen bei der Übertragung eben verloren gegangen ist. Aber wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube auch nicht, dass ich die jetzt direkt auf Englisch lesen würde. Sehr schön und ordentlich. Und geschafft, das war das erste Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid bis jetzt dran geblieben und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es weitergeht mit Mini-Mini-Dystopie und vor allem Fantasy. Ja, dann macht's gut, gehabt euch wohl, bis bald!